Damit wir immer lachen, lässt Gnu es immer krachen. Damit das auch so bleibt, gebt ihr immer ein Like. Ist ein Abo da, ist sie auch deine Gnu-Mama. Vielen Dank an Steinbock für diesen epischen Kommentar. Zu Risiken und Nebenwirkungen schreiben Sie ein Intro in die Kommentare oder lassen Sie es. Willkommen zu einem neuen Video und heute müssen wir die Straßen eigentlich sicher machen, aber ihr kennt mich, wir machen sie unsicher, denn wir sind heute auf jeden Fall auf Streife, beziehungsweise wir patrouillieren auf den Straßen, gucken, ob alles gut ist und die Leute werden diesen Tag sicherlich nie mehr vergessen, an dem sie mich treffen werden. Übrigens, Leute, checkt gerne meinen Drittkanal ab, Jasmin Gnu. Da kommen coole Videos mit Maxify, Risonju und auf jeden Fall am 1. Mai meine 90-Tage-Workout-Challenge, die sehr gut läuft. Glaubt mir, seid gespannt aufs Ergebnis. Und auf Instagram heißt ich auch Jasmin Gnu. Würde mich freuen, wenn ihr mir dort folgt. Checkt das einfach alles ab. Ich habe jetzt alles Jasmin Gnu genannt. Würde mich freuen. So, wir gehen jetzt rein und müssen uns einen Charakter auswählen. So, Select Character. Okay, 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 okay. 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 Pff. Ich weiß nicht, ob wir so ernst genommen werden. Vor allem mit pinken Haaren auch noch, ne? Komm, wir machen so einen auf Streamer Live. Let's go. Nehmen Sie. Continue. Yes. Sie freut sich richtig. Okay. So, was geht hier so ab? Was ist mit ihr? Just walking. Sie läuft also nur. Let go. Talk. Okay, wir unterhalten uns mal mit ihr. Was machst du? Wo gehst du hin? Du hast eine Wurst im Gesicht. Übrigens. Ich weiß nicht, ob es auch so geht. Ich habe irgendwann, als ich Auto gefahren bin, aufgehört, in Autos abends Caps zu tragen. Ich wurde ganz oft, wenn ich abends gefahren bin und im Auto Caps getragen habe, angehalten. Und die Polizisten waren immer dementsprechend enttäuscht, wenn ich mein Fenster runtergemacht habe, weil sie immer dachten, ich wäre irgendein junger Typ. Und einer meinte mal, sie sollten abends keine Cappies tragen, weil sie dann einfach mehr kontrollieren. Nur mal so als Hinweis. Übrigens ist es eine Diebin, weil die hat hier hinten die Würste geklaut. Was machst du? What are you up to? Ich gehe nur shoppen, Officer. Ich mag Leute nicht, die shoppen gehen. Hab einen schönen Shopping-Tag. Okay, wir verhaften sie. Weil ich weiß, dass du auf jeden Fall die Wurst da hinten geklaut hast. Oh Mann, ist das dumm. Einfach nur. Kann ich hier irgendwie echt alle anmucken? Hotel, let's go. Okay, der sieht doch suspicious aus. Ein bekannter Hacker. Mal reden wir mal mit ihm. Was machst du? Hast du irgendwas, hast du letztens irgendwas gehackt? Der hat auch eine Wurst geklaut. Ich hacke nicht mehr. Okay, was machst du stattdessen? Ich habe jetzt angefangen, ich habe jetzt angefangen zu beklauen. Okay, sehr gut. Ja, dann viel Glück. La 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 la. Ich mache einen ausgezeichneten Job. Super toll gemacht. Zwei falsche Entscheidungen. Dafür gibt es $480 am Tag. Holy sch. Richtig gut. Boah, wir haben einen. Wir haben einen Taser. Damit kann man so viele böse Dinge anstellen. Den nehme ich natürlich her damit. Shop. Okay, wir können einen Helm anziehen. Ich würde sagen, jetzt wird es ein bisschen. Was sind denn das für Outfits? Oh mein Gott. Oh, so nimmt mich doch jeder ernst. Okay. Mit dem Taser da. Hey, ganz ehrlich, ich glaube, so werden wir eher als Verbrecher ausgehen. Oh mein Gott, wer nimmt mich denn so noch ernst? Laughing. Okay, sie lacht. So, okay. Was ist der Joke? Doktor, Doktor, ich fühle ein paar Vorhänge. I'm not a doctor. Polio, ach so, reiß dich zusammen. Ach so, okay. Ich habe den Witz. Ah, nice worker. Oh mein Gott, der war so schlecht. Dass aber auch jeder mich als Officer in dem Outfit irgendwie wahrnimmt, finde ich ja schon so ein bisschen, naja. Holding a weapon. Oh, er hat eine Waffe. She's running. Was ist denn sie? Okay. Ich kann sie jetzt tasen. Komm her. Ich glaube, die rennt einfach nur weg, weil ein Einhorn auf sie zukommt mit einem scheiß Kostüm. So, let's go. So. Sie ist tot. So, sehr schön. Wir haben den ersten Mord hinter uns, ist okay. Ich gehe irgendwie als Polizist durch, obwohl ich gar keine bin. Egal. So, was ist mit dem? Er sollte in der Schule sein. Oh. Warum bist du nicht in der Schule? Komm her! Oh mein Gott. Ja, ich habe einen great Job gemacht. Das war sogar die richtige Entscheidung. Holy shit. Ich meine, stellt euch mal vor, ihr schwänzt Schule und dann kommt da so ein Psycho-Einhorn auf euch zu und schockt euch. Ich möchte das hier auch haben. Okay. So, was geht hier ab? Das sieht nervös aus. Was ist los? Was versteckst du? Warum schüttelst du dich? Was hast du zu verstecken? Mir ist so kalt. Ach, willst du mich verarschen? Okay, warte mal. Ich glaube, will mich verarschen. Ist doch Sommer. Oh, er hat rasierte Achseln. Oh, ich darf ihn betatschen. Diese Achseln, die sind so soft. Welchen Rasierer benutzt du denn, ey?
Also ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber Achseln rasieren, ich habe hier letztens voll geschnitten. Wollt ihr da mal reinschauen, die Höhle des Grauens? Okay, lassen wir das. Okay, er hat übrigens keine Wurst geklaut, er hat einen Knödel. Oh, da fühle ich aber was. Oh, 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 da fühle ich was. Oh, das ist eine gefährliche Gegend, mein Freund. Aha, Hot Water Bottle. Warum hat er eine heiße Wasser... Ach so, er hatte eine Wärmflasche da. Oh nein, der war wirklich kalt. Okay, komm, das war echt süß. Wobei ich dann halt auch wirklich sagen würde, dann zieh dir halt was an, ey. Ganz ehrlich, sowas wie ich zum Beispiel. Hast ein bisschen Respekt vor mir. Oder geh nach Hause. So, was gibt's hier? Ist der auch sassy? Oh, oho, mhm. Es sieht aus, würde er... Natürlich, jeder Mensch mit einer schwarzen Mütze, Leute, ist potenziell ein Räuber. Da müssen wir mit sprechen. Du bist verdächtigt, dass du ein Handy geraubt hast. Kann ich mal deine Taschen checken? Ich hab nichts falsch gemacht! Okay, dann lass mal los können jetzt, mein Freund. Okay, Oh, tut mir leid. Dürfen das eigentlich überhaupt Frauen machen? Bei Männern? Warte, ich spüre hier was. Der ist aber lang. Ein Phone! Was denn das für ein Phone? Vielleicht ist es ja seins. Okay, komm. Komm her, mein Freund. Okay, weiter geht's. Wie viele Polizeiautos haben wir hier eigentlich? Das war meins. Vor allem irgendwie macht jeder Mensch irgendwas suspicious-haft. Irgendwas, was sich seltsam, was seltsam ist, was auffällig ist. Yes. Ich verdiene richtig gut das Einhorn. Oh, Strafzettel. Her damit. Okay, was gibt's hier? Oh, die hat auch ein Kostüm an. Ein Superheld. Mal reden, was geht hier? Was machst du? Ich versuche, die Kriminellen aufzuhalten. Ich verhafte Kriminelle. Das darfst du aber nicht. Ich brauche keine Erlaubnis dazu. Doch, brauchst du. Ich mach dich fertig. Okay, komm. Niemand außer mir hat ein pinkes Unicorn-Outfit an. Komm her, ich bin die einzige Pinke. So, jetzt gibt's aber richtigen Schock. So, was mache ich jetzt? Arreste ich sie oder shorte ich sie? Ich finde, da ist es wie, wenn ich jetzt irgendwo auf eine Party gehe, die hat das gleiche Outfit an wie ich, ja? Das geht gar nicht. So, I'm the only one girl. So. So, was gibt's hier denn noch so? Was ist das? Das sieht doch wirklich sehr verdächtig aus. Oh mein Gott, was ist mit dem los? Hold the gun! Okay, hey, listen, hey, hör mal zu. Bleibe ruhig. Ich glaube, ich möchte 10 Millionen Dollar. Wo hat er die eigentlich her? Der hat die einfach irgendwo hergezogen. Wir können schauen, wo wir das Geld herbekommen. Ist einfach nur eine Lüge. Die Zeit ist vorum. Oh nein! Die Zeit ist rum, wenn ich es sage! Okay, Arrest-Teaser. Ich wollte ihn eigentlich abknallen. Okay, ich tase dich. So, jetzt. Oh, voll auf den Schädel. Oh, bad. Bad, bad. Oh Gott. Bam. Now we docking. Oh Gott. Oh nein. Oh, jetzt kommt was, was ich hasse, Leute. Ich sehe es gerade schon. Nein! Nein, ich wollte den Pinkler da hinten bestrafen. Ich hasse es, wenn Leute ihren Kackurin nicht bei sich behalten und irgendwo hinpinkeln. Wenn es im Wald ist, ja, go for it. Aber dann nicht in irgendwelchen Seitenstraßen oder Gassen. Dann bewegt euren blöden Hintern auf die Kacktoilette, auch wenn ihr euren Rüssel überall raushängen lassen könnt. Das ist so asozial. Macht es ja auch nicht. Das ist, was mich richtig aufregt. Das würde ich so hart bestrafen. Okay, wir finden jetzt sicherlich noch jemanden. So, also, mein Freund Skateboard fahren geht hier gar nicht, ne? So, da reden wir auch gar nicht drüber. Nee, da möchte ich gar nicht drüber diskutieren. So, okay, was geht hier ab? Ist Ice Cream. Warum isst du Ice Cream? Put that down, nimm das runter. Aber es ist doch Erdbeere. Und das ist nicht erlaubt. So, was ist hier los? Oh nein. Ich mach mal nix. Was passiert, wenn ich nix mach? Okay, nimmt ihn mit. Er nimmt ihn mit. Talk, du hast hier hingekotzt. Ach, okay, wenn er betrunken ist, sich schlecht verhält, gibt's Arrest. In Australien übrigens durfte man draußen keinen Alkohol konsumieren. Sir, fühlen Sie sich schlecht? I'm not drunk. Ich bin nicht betrunken. Doch, sind sie. Vor allem hat er sich in die Hose gepinkelt. You can prove it. Ja, du hast mich recht. Ich kann es nicht beweisen. Okay, komm mit, mein Freund. Boah, das ist ekelhaft. Der steht nur rum. Chase? Oh, ja, Chase, jagen! Okay, let's go! Nicht mit mir, mein Freund. Da verlierst du das ganze Geld. Kann ich noch ein bisschen Gummi geben hier, bitte? Ja, so, ich ramm dich. Let's go! Bam! Okay, und jetzt? Great job, complete. Sehr schön, wunderbar.
mit dem Unicorn-Kostüm. So, okay. Was macht dieser Arzt hier? Wanted for impersonation. Also, was geht hier ab? Wer bist du? Ich bin ein trainierter Chirurg. Dann beweis es mal. Okay. Meine Güte, ey. Was machen die eigentlich alle? Was ist das für eine Stadt hier eigentlich? Oh nein, es geht gar nicht, mein Freund. So, ich bin verhaftet jetzt. Let's go. Dealing. Oh, er klaut gerade. Hey, mein Freund, du bist ja der mit dem hässlichen Code. Weg da! Threatening people. Das geht ja gar nicht, mein Freund. Was machst du? Oh mein Gott. Kollege, du kommst auf jeden Fall mit mir. Wir brauchen hier... Oh Mann, wir brauchen hier gar nicht drüber reden. Komm her, Mann. Los. Ih, der hat sich die Hose gekackt. Meine Güte, ey. Schrecklich. Das ist ein Breaker. Ist eigentlich auch nicht schlimm. Chase, schon wieder jemand jagen. Ach komm. Oh mein Gott, er fährt ja voll ins Auto rein. Oh mein Gott, das ist ein Geisterauto. Okay, damit lege ich mich lieber nicht an. Yes, Leute. Wer kann mich denn nicht ernst nehmen? Wie süß sehe ich denn aus? A lot of guns. Oh mein Gott, mein Freund, mir kannst du sowieso nichts tun. Ich bin ein Skelett. Wenn die Diät kickt. Suspicious. Something moving in jacket. Also Moment mal. Was ist unter deiner Jacke? Ist es nur ein Geschenk? Okay, lass mal touchen. Can't touch this. Oh, da spüre ich was. Eine Schlange! Oh mein Gott! She's running. Okay, mein Girl. Jetzt gibt's richtig Ärger. Komm her. Das Skelett legt sich keiner an. Bleib stehen! Los! So. Schock! Es herrscht wieder Frieden und Ordnung auf den Straßen. Das nenne ich doch mal einen erfolgreichen Tag, Leute. Jedenfalls, falls ihr ein Skelett oder ein Einhorn auf den Straßen seht mit dem Taser, dann rennt. Und jetzt raus!